Max Payne. Max Payne 2 ist das allerbeste Spiel in der Reihe. Max Payne 2. Wer die Anspielung verstanden hat, der war schon vor 10 Jahren im Internet-Game total weit oben mit dabei. Hallo Leute, ich bin Dennis. Und natürlich war dieser Song über Max Payne 3. Ich habe ihn spontan umgedichtet, denn ich finde Teil 2 natürlich ein bisschen besser als den dritten. Wir sind kurz vor dem großen Finale. Wir sind in der Villa von Mr. Alfred Woden und ballern uns hier durch, um Wladimir Lem irgendwie zu kriegen. Mal gucken, ob wir das schaffen. Denn der böse Bube, der böse Russen-Mafia-Bube, hat einen wichtigen Anteil daran, wie er eben zugegeben hat, dass unsere Familie gestorben ist. Im ersten Max Payne. Und das können wir natürlich nicht ungesühnt lassen. Da müssen wir schon nochmal ran. So. Ach, da hinten. Das war doch nicht schlecht, oder? Boah, fuck, da ist auch noch einer. Das war jetzt schon schlecht. Mann, wie viele sind denn das hier? Immer ist noch einer. Okay, jetzt habe ich nicht mehr viel Leben. Wir probieren es mal trotzdem. Wenn ich sterbe, dann sterbe ich halt. If he dies, he dies. Ja, da war noch ein Heilungsdingsi. Ja, die MP5 hat halt nicht besonders viel Wumms, ne? Dann nehmen wir vielleicht mal die Karabiner. Die ist da schon noch ein bisschen beeindruckender. Und was ist hier? Eine Sicherheitszentrale. Na, wenn da mal nicht nach Waffen, Munition und Heilung schreit, dann weiß ich auch nicht mehr. Hallo, hallo. Yes! Here we go! Beautiful, beautiful. Clay, mein teurer Freund. Ich würde es mir nicht anders wünschen. Ich bin so froh, dass wir bei dieser Sache zusammen. Ja, Sir. Warden und das Gold sind im Panic Room. Jetzt müssen wir nur noch da rein. Nur keine Eile. Die können ja nicht weglaufen. Die Sprengladungen sind angebracht, Sir. Wir machen einen wunderbaren Abgang. Wardens Leibwächter waren zu Vlad übergelaufen. Wir hatten immer noch Zeit. Sie hatten ihn noch nicht erreicht. Der Panic Room war am hinteren Teil des Gebäudes. Das sind Sex und Payne. Sie sind bereits drinnen. Sie sind extrem gefährlich. Wir müssen sie aufhalten, bevor... Mona war immer noch dran. Sie ist halt auch wirklich kompetent. Man muss mal einfach mal sagen, das ist schon, hier ist meine Karte vom Gebäude. Das ist schon gut. Also Alfred Woden ist in seinem Panic Room, in seinem Panikraum, wo er hier rechts hinten, wo er sich versteckt sozusagen vor den Eindringlingen, vor Vlads Männern, die sich mit seinen Leibwächtern zusammengetan haben. Und Mona und ich bewegen uns jetzt nach und nach hier auf beiden Seiten des Gebäudes Richtung hier hinten, wo der Panic Room ist, um Alfred Woden zu retten, naja, zumindest um dort Vlad zu erwischen, weil der ist ja da irgendwo auch. Alfred Woden ist mir an dieser Stelle eigentlich vergleichsweise egal. Genau. Ja, und ich möchte mal hervorheben kurz, ich finde es toll, wie Mona Sachs als ein starker weiblicher Charakter in einem Videospiel, sogar ein spielbarer Charakter, also eine Hauptcharakter, eine Heldin, wenn auch eine Anti-Heldin, genau wie Max Payne ein Anti-Held ist, porträtiert wird. Und das vor fast 20 Jahren. Und denkt ihr, Mona Sachs taucht irgendwo aktuell in Listen auf der 10 stärksten weiblichen Rollen in Videospielen? Spielbare Charaktere, ja? Wir reden ja nicht hier, sie taucht ja nicht zweimal kurz auf und ist dann wieder weg, sondern sie spielt eine wichtige Rolle im Laufe des ersten und zweiten Spiels und ist im zweiten Teil sogar in mehreren Missionen steuerbar. Und ich finde sie besonders beeindruckend, weil sie ist kompetent, also sie schafft Dinge, die die anderen Charaktere im Spiel nicht schaffen. Sie rettet Max mehrfach. Sie hat ihre eigene Agenda, sie hat ihre eigenen Interessen, sie tut die Dinge nicht nur, weil Max das so will und ihr sagt, hilf mir, mach das für mich oder was auch immer, sondern sie hat ihre eigene Agenda schon im ersten Teil, ihre eigenen Ziele. Und ja, sie ist noch dazu einfach ziemlich cool. Also,
ich finde, das ist schon echt ziemlich beeindruckend für ein Spiel aus der Ära. Wenn wir doch mal auch bedenken müssen, die gibt es ja heute kaum, solche Charaktere. So, Absender unbekannt gucken wir uns jetzt nicht an. Wir haben hier andere Sorgen. Feigling? Wer ist hier der Feigling? Ihr haut doch mal ab. Ich bin hier. Kommt doch, kommt doch. Ihr Scheißkerle. In dein Gesicht! Arsch. So, sind da noch mehr? Sind da noch mehr? Wo kommen noch Schüsse her? Nirgends. Okay, alles klar. Ich dachte, da wäre noch irgendwo einer. Okay, da geht's nicht weiter. Aber hier geht's runter. Alles klar, alles klar. Wo war denn jetzt hier noch einer? Ach, da. Hey, du. Durch die Palme möchte ich mit dir mal kurz sprechen. Also, dich kurz erschießen. Arsch! Jetzt muss er seiner eigenen Granate ausweichen. Oh, wie viele Granaten hat er denn? Ja, renn doch in deine eigene Granate rein, du Arsch. Tschö. So, hier sind noch Munition, Heilung, top. So mögen wir das. Geht's weiter? Wo geht es weiter? Schalalalala. Der hat eine ganze Menge Zeug verloren. Jetzt ernsthaft, wo geht's jetzt lang? Oh, fuck! Ach, die haben gerade Sorgen mit Mona. In seinem Panic Room, im hinteren Teil des Anwesens. Mona ist einfach zu cool. Au! Mann! Ich bin schon wieder zu sehr dabei gewesen, sie zu bewundern. Vergessen, dass ich eigene Probleme habe. Ach, so geht mir das immer mit den Frauen, Leute. So geht mir das immer mit den Frauen. Ich bewundere sie zu sehr und vergesse immer dann, dass ich meine eigenen Sorgen habe. So. Ja, jetzt sehen wir die ganzen Räume hier mal nochmal von oben. Das ist eigentlich auch ganz cool. Diesen großen Hauptraum. Da waren wir vorhin. Jetzt sind wir hier hinter der Glaswand. Das ist auch ganz, ganz nettes Leveldesign, weil sie einfach wirklich ein echtes Anwesen gebaut haben, sozusagen. Also tatsächlich ein großes Anwesen und wir da jetzt durchrennen und dann natürlich auch Räume wiedersehen, ja, weil sie nun mal verschachtelt aufgebaut sind. Hört auf Mona zu schießen. Spackos. Ist nicht ein Spackonauten hier. Die haben doch keine Chance gegen zwei so gewalttätige Gewalttäter wie uns beide. Ah, so sieht man sich wieder. Sackgasse, verdammt! Darf ich mal? Woher weiß ich? Hier lang. Mona kannte das Anwesen. Sie arbeitete für Woden. Oh. Vlad hatte die Wahrheit gesagt. Mona, warte! Halt! Das ist Liebe. Jemand zieht dich aus den Trümmern, wenn du aufgegeben hast und liegen bleibst, um den Tod zu erwarten. Du hättest nicht herkommen sollen. Es ist mein Job, hier Ordnung zu machen. Und du gehörst dazu. Wirf die Waffen weg. Das ist Liebe. Wenn dir jemand zeigt, egal um welchen Preis, dass es Hoffnung gibt, einen Ausweg, dass du deine Waffe niederlegen kannst. Siehst du? Ich kann es nicht. Du bist ein Bastard, Max. Das ist Liebe. Liebe tut weh. Ah! Ah! Ich hatte mich so gefreut, dass ihr zwei euch gegenseitig umlegt. Man kann nicht alles haben. Hier war ich schon einmal gewesen. Ground Zero. Wie stehe ich denn da, wenn sie sich einfach weigern zu sterben? Halt! Es tut mir leid. Genug! In meinem Kopf zündete eine Bombe. Die Kugel in meinem Hirn bewegte sich ein mikroskopisch kleines Stück.
Kapitel 8. Ein bekanntes Gefühl. Das Töten ist zu weit gegangen. Ich fange gerade erst an. Besser in der Hölle regieren, als im Himmel dienen. Du schmeichelst dir selbst. Alter schwacher Narr! Was war das jetzt für eine Aktion, Alfred? Ganz ein ehrlich. Ein bekanntes Gefühl stieg in mir auf. Ich hasste es. Ich begrüßte es. Alles war wieder klar. Keine Zweideutigkeiten, keine Fragen. Keine Waffe, wenn man eine braucht. Ah. Max hat 30 Waffen unter seinem Mantel. Darunter mehrere Sturmgewehre und Schrotflinten. Eine letzte Sache blieb noch. Ich wollte Vlad seine Waffe zurückgeben. Jede Kugel einzeln. Ja, okay, das ist eine Badass-Formulierung. Oh, jetzt habe ich nur noch diese eine scheiß Pistole. So, jede Kugel muss sitzen. Wir können immer noch Freunde sein, Max. Endlich sind die Frauen aus dem Weg. Die machen alles nur kompliziert. In Deckung! Er hat die Sprengladung gezündet. Explodiert das Ding? Wirkt nicht so. Hä? Wo ging's jetzt nochmal weiter? Ich finde, ich habe mich gar nicht so doof angestellt an der Stelle. Okay, nochmal. Also, da steht jetzt ein Typ. So, der ist hin. Ach, das war... Ja, stimmt. Ich habe nicht darauf geachtet, dass hinter mir eine Explosion war eben. Ich dachte, das wäre einfach so Umgebungsexplosionskram. Aber es war natürlich die... Der wie heißt das? Safe Room, der Panic Room von Alfred Woden. Und ich kann mich hier einfach halt verpissen. Die machen alles nur kompliziert. Hier geht gleich alles in die Luft. Hab nur Spaß gemacht. Macht euer Ding da, ist mir egal. Ich bin in einem Panic Room, der ist gepanzert. Wenn das alles explodiert hier, I don't care. So, wir können uns noch kurz in Ruhe heilen. So viel Zeit muss sein. Und dann geht's wieder raus hier. Und lebt noch jemand? Nö. Hätte ich auch nicht gedacht. Wie auch. Ah, hier geht's nämlich dann jetzt auch weiter. Hey Guys, wusste doch, hier liegen noch Waffen. Waffen kann ich gut gebrauchen. Genau, hier ist nichts. Geht's hier noch irgendwo hin? Ne, auch nicht. Wiederholt. Hier geht's lang, ne? Oh, fuck. Oh, fuck. Habt ihr das gesehen? Im Fallen? Hammer. Von wo? Okay, ich check's nicht. Wo ging's jetzt weiter? Also erstmal nochmal hier alles einsammeln. Bla 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 bla. So, hier hinten sind noch die Waffen, der Kram. Speichern. Dann speichern wir hier erstmal, dann müssen wir das nicht nochmal machen. Hier ist nichts. Okay, das heißt, es geht auf jeden Fall hier irgendwie weiter. War es völlig umsonst, wie cool ich den eben umgelegt habe hier unten. So, wenn ich jetzt da runterspringe, dann ist da... Muss ich mir da irgendwie einen Ausweg suchen, weil da explodiert dann gleich alles. Wie funktioniert das noch gleich? Hä? Ich verstehe aber auch immer gar nicht von wo... Ach, da von da oben. So, da sterbe ich jetzt. Okay. Das heißt... Irgendwie, eigentlich geht's da oben weiter, aber auch nicht so richtig. Huh. Wie war denn das jetzt hier nochmal? Ich bin gerade etwas verwirrt.
Weil hier komme ich ja nirgends weiter. Die Tür ist offen. Huh! Okay. Ich meine, das war kein besonders großer Erfolg, weil ich größtenteils... Oh, shit! Von wo schießen die? Gefällt Ihnen das Feuerwerk? Mir gefällt das Feuerwerk ganz hervorragend. Oh, Mann. Ja, das ist schon fucking spektakulär, was die hier abziehen. Oh, krass. Alles explodiert. Speichern. Hey, Guys. Ist hier jemand? Nein, 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 nein. Immer erstmal Zeit. Oh, da kommt einer. Genau im falschen Moment. Nein. Nein, hier ist keiner. Da oben ist bestimmt einer. Da versteckt sich doch glatt einer hinter den Kisten. Was für eine feige Sau. Scheiße. Okay, von Kopf bis Fuß auf Sterben eingestellt. Max hat keine Lebensenergie mehr. Das ist nicht gut. Aber die beiden hier hatten Painkiller dabei. Dann nehme ich die doch. Ich kann sie eh besser gebrauchen als sie, denn sie sind tot. So, die Ingrams haben noch Munition. Dann nehmen wir doch die Dinger. Hä? Was überlebt denn der alles? Ich bin nicht richtig getroffen. Hallo. Stirb. Was zum Teufel ist los mit Ihnen, Max? Warum verrecken Sie nicht einfach? Sie hassen das Leben, sind immer schlecht gelaunt, haben Angst davor, es könnte Ihnen gut gehen. Sie könnten ebenso gut tot sein. Wo du recht hast. Tun Sie sich einen Gefallen, geben Sie auf. Hey. Das würde dir so gefallen, ne? Dass ich hier aufgebe. Nicht mit mir. Okay. Speichern und dann rein in die gute Stube, würde ich sagen. Oh, oder sie kommen zu mir. Hier geht's natürlich auch. So. Nochmal heilen, weil ich natürlich nicht in die nächste Schießerei rennen will mit so wenig Leben. Speichern und zack. Wo ist er denn hin? Dies ist der Anrufbeantworter von Senator Alfred Woden. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht. Sie haben drei neue Nachrichten. Drei neue Nachrichten. Woden, Max Payne, wir müssen reden. Wenn Sie mich fragen, sind Sie mir das schuldig. Sie haben zwei neue Nachrichten. Alfred, ich habe dir gesagt, dass das keine gute Idee ist. Ich kann deine Sorgen verstehen, aber damit ist Max nicht geholfen. Ich weiß nicht, ob ich es tun kann. Ich habe gesagt, dass zwischen uns was läuft. Ich bin... Ich liebe ihn. Ich weiß nicht, ob ich das durchziehen kann. Sie haben eine neue Nachricht. Und, was ist die letzte Nachricht? Ich komme, um dich zu... Du weißt, wie du mich ärgern kannst. Hätte es dich so viel gekostet, einmal in deinem Leben Danke zu sagen. Zu sagen, Vlad, mein Sohn. Ich nenne dich mein Sohn, weil ich dich liebe wie einen Sohn. Vlad, du bist ein Wund. Alles, was du anfasst, wird zu Gold. Oh, warte, es hätte dich zu viel gekostet. Ich bin es leid, die Drecksarbeit für dich zu erledigen. Du solltest stolz sein. Ich habe alles von dir gelernt. Ich werde es dir beweisen. Sie haben keine neuen Nachrichten. Das Ding ist echt gute Qualität. Das funktioniert immer noch. Ja, Vlad hat scheinbar so eine Art Vaterkomplex mit Alfred Woden, seinem Mentor, und wollte ihm jetzt damit, dass er ihn bestiehlt und umbringt und entmachtet, beweisen, dass er es würdig ist, sein Nachfolger zu sein. Fuck, falsche Richtung. Hat aber funktioniert, weil ich gut in Deckung gesprungen bin. So, einmal hinter die Deckung gelaufen.
Hier müssten doch eigentlich noch Heilung sein, ne? Wir sind doch hier schließlich im Krankenzimmer von einem alten, kranken Mann. Da muss ja wohl irgendwo mal ein bisschen Schmerzmittel rumliegen. Okay. Oh, fuck. Der Treppenlift. Oh. Fucking Vlad. Piss dich. So, warten wir halt mal kurz auf den Treppenlift. Sie haben mein Restaurant jetzt zweimal verwüstet. Sie können so verdammt hartnäckig und fanatisch sein, Max. Das wird Sie eines Tages noch um Kopf und Kragen bringen. Komm schon, ich darf ihn halt nicht zurück zum Schalter lassen, weil er sonst den Treppenlift wieder in die andere Richtung fahren lässt. Nein! Oh, God damn it! Vlad, du nervst. Stimmt, die Stelle war ein bisschen nervig. Ich erinnere mich. Oh, jetzt bin ich schon wieder fast tot. Kacke, ey. Mann, der nervt. Das ist wirklich, das ist echt eine der nervigsten Stellen im gesamten Spiel. Weil du halt nicht so richtig geile Möglichkeiten hast, hier irgendwo in Deckung zu gehen. Du kannst ihn halt versuchen, hier irgendwie zu erwischen. Da so ein bisschen abzulenken oder so. Okay, das hat, glaube ich, funktioniert. Jetzt verschwinde! Ja, jetzt ist er weg. Sehr gut. Aber da kommen die Schergen. Ah. Oh, ich habe keine Zeitlupe mehr. Es darf keiner mehr kommen. Ich habe keine Zeitlupe mehr. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die Stelle ist ja mal so kacke, weil das halt so richtig Boss-Kampf-Spielmechaniken sind. Schwierig. Ist auch so ein bisschen sinnlos, dass man hier so einen Schrank dann hinstellt. Ich meine, es macht Sinn in dem Sinne, dass man spielmechanisch da eine Deckung für Vlad haben will. Aber ich meine, normalerweise würde Alfred Woden ja hier mit dem Rollstuhl dann runterfahren und so. Da macht es ja keinen Sinn, dass da ein Schrank im Weg steht. Hm, ja, ne, Karabiner. So, auf ins letzte Gefecht. Keine Sorge, Mats. Ich habe sie nicht vergessen. Ah, der Bosskampf. Gut, dass ich noch weiß, wie man den ungefähr löst. Alles in Ordnung? Oh, versuchen Sie es auf diese Tür. Wollen Sie ein böser Bube sein, Max? Ja, will ich. Fuck! Boah. Keine Angst! Vlad ist hier! Have no fear! Vlad ist hier! Aber Vlad ist gleich nicht mehr hier. Denn ich weiß, wie man diesen Bosskampf erledigt. Ohne größere Probleme. Zack. Tschüss, Vlad. Fuck you. So, und nu? Sie haben gedacht, Sie hätten mich.
Naja, ich habe schon gedacht, dass ich dich irgendwie dran kriege. Wo ist er denn jetzt? Ach, da ist er. Scheiße, ich habe kaum noch Leben. Das könnte echt haarig werden. Das wurde sehr haarig. Oh Mann, ey. So kurz vor dem Ziel und dann ist es doch nochmal so schwierig. Okay. Ja gut, aber den Anfang kriegt man relativ gut hin. Wenn ich nur richtig treffen würde. Mann. Ich will dich doch gar nicht überlisten. Ich will dich umbringen. Ganz gut, man kann das weitestgehend statisch von einem Punkt machen. Diese Bolzen daraus schießen. Wie lange ich gebraucht habe, als ich das erste Mal gespielt habe, um zu kapieren, was ich hier machen muss. Die retten mich, Max. Komm schon, komm schon. Komm schon, wo ist er? Wo ist er? Da hinten ist er. Jetzt habe ich auch wieder ein bisschen Zeitlupe. Da kann man auch mal genauer zielen. Ach, Vlad, das tut mir jetzt aber leid. I was supposed to be the hero. No, you were not. Adam und Eva getrennt. Symbolisch. Ja, du hast ja schließlich auch Mona umgebracht, du Arsch. Die Vergangenheit ist ein klaffender Schlund. Man muss sich umdrehen und ihr entgegenblicken. Wie ein Kuss auf die Lippen der toten Geliebten. In der Tiefe ihres Mundes lauert die Nacht. Wir sind bereit zu leiden. Für die Dinge, die uns wichtig sind, zu sterben. Für die Liebe. Für die richtigen Entscheidungen. Durch sie hatte ich den Fall gelöst. Meinen Fall. Alles. Wer ich bin. Es wird alles gut werden. Mein Gott. Jetzt stecke ich wohl in Schwierigkeiten. Was? Sie war tot. Die Kugel in ihrem Kopf hatte das Ende ihrer Reise in Zeitlupe erreicht. Achtung! Wir gehen rein! Los, los, los! Es ist fast morgen. Aufwachen aus dem amerikanischen Traum. Mein Gott! Mein Gott! Was ist hier drinnen passiert? Sie sind alle tot. Wie alles, was ich liebe, gehörte sie jetzt für immer mir. Sie hatte mich hierher geführt, zu diesem Augenblick der Klarheit. Die Zeit angehalten, blicke ich mich um mich selbst zu sehen. Und ich werde in diesem Akt des Sehens neu geboren. Hier unten, hier lang, da, ganz ruhig! Oh mein Gott, hier ist jemand am Leben! Wenn man das Leben nennen kann. Er ist noch am Leben. Wir brauchen hier einen Arzt. Er lebt noch. Die Scham des Überlebenden. Ich träumte von meiner Frau. Sie war tot. Aber es war in Ordnung. Das Ende. Ja, wir haben den Tod unserer Familie gerecht. Dabei das einzige verloren, was uns irgendwie noch ansonsten hätte wichtig sein können.
das war Max Payne 2. Eines der ganz großen AAA-Superspiele, die man vielleicht heute gar nicht mehr so auf dem Schirm hat, weil es eben auch schon ein bisschen älter ist und weil es tatsächlich nie ein AAA-Spiel war. Es ist irgendwie in Erinnerung bei den Leuten, die es damals gespielt haben, als eines der großen Spiele aus den frühen 2000er Jahren, Anfang der 2000er, aber wenn man sich jetzt mal anguckt, wir haben das jetzt in 6 Stunden ungefähr durchgespielt, vielleicht 6,5 Stunden, und jetzt gibt es noch ein paar Herausforderungsmissionen, die man noch spielen kann, aber das war's. Also das ist das Spiel. Verschiedene Schwierigkeitsgrade. Klar, man kann es auch 2 oder 3 Mal durchspielen. Dann braucht man halt 12 oder 18 Stunden. Aber das war auch damals, Anfang der 2000er, kein langes, großes Megaprodukt. Und ich finde das erstaunlich, weil Remedy, die Entwickler, haben tatsächlich in ihrer Geschichte noch nie, ist meine These, AAA-Spiele gemacht. Sie haben immer in Anführungsstrichen nur AA-Spiele gemacht, also mittelgroße Spiele, die aussahen, als wären sie absolute Blockbuster, aber immer eher dann so mit dem Umfang von einem kleineren Spiel oder mit nur einer Singleplayer-Kampagne, wo es keinen Multiplayer gibt oder so. Also immer an den richtigen Stellen gespart. Ja, Max Payne 2, wie fandet ihr es denn? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde, es ist eines der natürlich übertrieben düsteren Spiele, so, aber ich finde das so schön erzählt. Ich finde, das ist einfach cool gemacht von vorne bis hinten, diese ganze Handlung und auch die verschiedenen Level und die Spielmechanik ist sowieso über jeden Zweifel erhaben super mit der Zeitlupen-Action. Es ist und bleibt auch jetzt nach dem, weiß ich nicht, dutzendsten Mal durchspielen in meinem Leben eins meiner absoluten Top 10 Lieblingsspiele aller Zeiten. Und vielleicht konnte ich wenigstens ein kleines bisschen transportieren in diesem Let's Play, warum das so ist. Ja, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es bei euch angekommen ist und was ich als nächstes an Retro-Let's Plays hier im Kanal produzieren soll. Mich reizt natürlich auch Max Payne 3 noch zu spielen, mich reizt aber auch Alan Wake zu spielen. Ich spiele aber auch gerne was komplett anderes. Ich habe auch schon ein paar Ideen, aber ihr könnt ja auch welche beisteuern. Jetzt lauschen wir noch kurz dem schönen Outro-Song, das ist natürlich ein extra für das Spiel komponierter Song und ja, der offizielle Musik zum Spiel sozusagen. Wunderschöner Song und wir sehen uns beim nächsten Retro-Let's Play wieder, Leute. Ich war Dennis, macht's gut. Why, such a lake.